Scheiße. Wer war mal heißt dieses Spiel. Ich nenne euch gleich einen Fakt von einer prominenten Person. Ja? Und ihr müsst dann einfach mal sagen, wer dazu trifft. Also wer hat das zum Beispiel gemacht? Mhm. Wie? Ich sag zum Beispiel, keine Ahnung, war mal Maurer. So, und dann kommen drei Namen und dann müsst ihr raten, wer war tatsächlich mal Maurer. Alles klar. Zum Beispiel. Okay, ich muss dann auch den Namen sagen? Oder nee, du sagst pass ja auf, schon den Namen. Ihr kriegt hier gleich den Namen, die stehen hier. Und ihr müsst einfach nur drauf tippen. Ihr spielt das beide gleichzeitig, da geht es auch nicht unbedingt um Schnelligkeit. Ihr müsst einfach nur... Da geht es auch um Schnelligkeit. Nee, eben nicht. Also. Ganz normal. Wer nach 13 Aufgaben mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Okay, also, das wenn ihr beide richtig Spiel. Seid, bekommen beide einen Punkt. Okay, super. Also kann man lange nachdenken und... Ja, nicht allzu lange. Wir wollen auch irgendwann nach Hause und das ist erst Spiel Nummer 2. Aber ein bisschen nachdenken darfst du natürlich. Das so. Wird nicht mein Spiel, das weiß ich. Wir können mal ein Beispiel machen. Okay. Ne? Dann wisst ihr ungefähr, worum es geht, was ihr machen müsst. Und zwar ist die Frage... Wer war mal Nachbar von Miley Cyrus? Wer soll ich das denn wissen? War das der Elton, also ich? Ich weiß, wer. Thomas Gottschalk oder Menderes? Gut. Der von DSDS. Beide haben eingeloggt, und zwar Thomas Gottschalk. Und Thomas Gottschalk war mal Nachbar von Miley Cyrus. Okay, gut. So funktioniert das Spiel. Und jetzt geht es um richtige Punkte. Jetzt geht's also los, Spiel Nummer 2. Hier die erste Frage. Wer war mal fester Stadionsprecher bei Borussia Mönchengladbach? War es Joko Winterscheid, Kai Ebel oder Matthias Optenhövel? Stadionsprecher, kennst du der mal? Stadionsprecher ist der oben sitzt und dann der mal sagt, gleich? Mit der Nummer 3 heute Tor führt. Stadionsprecher. Okay, alles klar. Nee, der Kai Ebel läuft, glaube ich, immer nur unten. Du spielst rum, für ne? dich, ne? Ach so, frage ich euch. Ich hab sie total vergessen. Oh nein. Ich meine, du kannst gerne deine Gedanken. Okay. Ich würde dich gerne heiraten. Wobei, Sophia hat tatsächlich schon eingeloggt. Du kannst tatsächlich deine Gedanken reinlaufen lassen. Okay. So, Kai Ebel, der lief eigentlich unten immer rum, nie oben. Denke ich mal. Ja, ne? So ist das dann halt. Gut. Kai Ebel war bei der Formel 1 oder ist immer noch RTL. Mhm. Hat aber nichts mit Borussia Mönchengladbach zu tun. Oh, sorry. Bleiben noch 2. Ihr habt euch beide für Matthias Optenhövel entschieden. Und das ist richtig. Ja, aber gleich kommt. Beide ein Punkt. Gleich kommen die schwierigen Dinger. Pass auf. Ja, ein bisschen in Gewissheit, in Ruhe wiegen ist ja nicht verkehrt. Hier die nächste Frage. Wer war mal in der Jugendschwimmnationalmannschaft der DDR? War das Inka Bause, Andrea Kiewel oder Stefan Moss? Wer war in der Jugendschwimmnationalmannschaft der DDR? Und das weiß man auch so, ne? Also, ist schon lange her, deswegen es frage ich. Ist etwas länger her, ja. So, Sophia hat schon relativ schnell eingeloggt. So. Gucken wir mal. Sophia hat Inka Bause getippt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Evelyn, ich hätte auch fast Inka Bause genommen. Evelyn hat Andrea Kiewel genommen. War so mein Bauchgefühl. Das ist schon mal gut, weil Stefan Moss kommt gar nicht aus der DDR. Der fällt also schon mal raus. Mhm. Und in der Jugendschwimmnationalmannschaft der DDR war Andrea Kiewel. Hey! Keine Ahnung. Sehr gut. Ja, also viel mit Wissen. Ja, jetzt habe ich es aber auch geraten. Ich wollte erst auch einen Inka nehmen, aber... Nächste Frage. Wer war mal WG-Mitbewohner von Udo Lindenberg? Also wer hat mal zusammen gewohnt? Otto Waalkes, Jürgen von der Lippe oder Peter Maffay? Von wem nochmal, sorry? Udo Lindenberg. Ach so, stimmt, ja, sorry.
So, jetzt überlegen beide, Sophia auch. Normalerweise immer schnell getippt. Vielleicht kann man sich das ein bisschen herleiten. Woher die Herrschaften kommen. Mhm. Ja? So, Evelyn hat gedrückt. Sophia auch. Ihr tippt beide auf Peter Maffay. Und es war Otto Waalkes. Oh, ah, das hätte ich auch. Hamburger. Ja. Aber ich habe mir halt gedacht, weil Peter Maffay Musik macht und Otto Waalkes ist eigentlich Comedian, ne? Ja, das stimmt. Ja. Okay. Das nee, aber die haben Udo Lindenberg und Otto Waalkes haben zusammen gewohnt. Kein Punkt. Ja. Nächste Frage. Wer war mal im U17-Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft? Till Schweiger, Jürgen Milski oder Materia? U17 heißt unter 17 Jahren alt. Fußball ist ja nicht so mein Ding, deswegen würde ich gerne wissen, was denn ein Kader ist. Das ist, ich habe keine Ahnung. Das ist die, im Prinzip die Mannschaft, die ganze Ach Mannschaft, so was weiß ich, 24 Leute fahren zur EM. Das ist einfach, 24. Man hätte auch schreiben können, wer war mal in der Mannschaft der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja, im Kader halt. Also in der Auswahl. Ist ausgesprochen, ne? Ist, okay. Ja. Und U17 sind halt die Kinder, unter 17. Ach so. Zumal also bis, okay, bis glaube ich, weiß ich nicht, bis knapp gerade 18 irgendwas. Es gibt da, glaube ich. Mhm. Also als Kind, sagen wir mal so, wer war als Kind in der. Ja. So, Sophie hat gedrückt. Evelyn auch. Evelyn sagt Till Schweiger. Sophia sagt Materia. Hat auf jeden Fall bei Hansa Rostock gespielt, Materia. Ist das ein Rapper, Materia? Mhm. Okay. Und das ist auch richtig. Materia war mal tatsächlich in der Auswahl der deutschen Fußballnationalmannschaft. Punkt für Sophia. 2-2. Bleibt weiter spannend. Hier die nächste. Was? Wie viele Punkte? Was hatte ich gesagt? Bis nach 13 Aufgaben. Ach, alles klar, super. Wir haben noch ein bisschen. Wie lange müssen wir noch denken? Ich habe keinen Bock. Wenn es geht, macht ein bisschen schneller. Ja. Wenn es geht. Nächste Frage. Wer war mal Religionslehrerin? Desiree Nick, Anke Engelke oder Iris Berben? Wer war tatsächlich Religionslehrerin und hat auch unterrichtet? Desiree Nick, Anke Engelke oder Iris Berben? Sophia hat wieder schnell gedrückt. Iris Berben ist ein Model? Schauspielerin. Schauspielerin? Okay. Ja, Desiree Nick hat eigentlich diese spitze Zunge für eine Religionslehrerin. Wenn ich so überlege, Anke Engelke. Sophia hat schon gedrückt, deswegen ist egal, was du sagst. Ja, alles klar. Iris Berben ist eine Schauspielerin. Anke Engelke ist Comedian, Desiree Nick. Ach, okay, alles klar. Okay, Evelyn sagt Desiree Nick, Sophia sagt Iris Berben und Religionslehrerin war Desiree Nick. Ich habe keine Ahnung. Nee, das wisst ihr, wie gesagt. Punkt für Evelyn, 3-2. Das war erst in Anführungszeichen die fünfte Aufgabe. Es geht sofort weiter. Und 13 haben wir insgesamt. Mhm. Oh, wow. Gottes Willen. Einfach schneller drücken, Evelyn. Ja, genau. Ja, Mann, ja. Da haben wir schneller hinter uns. Einfach mal schneller raten. Gib Gummi. So. Komm. Wer war mal Kandidat bei Herzblatt mit Rudi Carrell? Kai Pflaume, Ingo Appelt oder Jürgen Klopp? Ich weiß nicht, ihr seid noch so jung. Kennt ihr Herzblatt überhaupt? Ja, ja, doch. Klar. Es ist, ja, wie soll man sagen, eigentlich die Mutter aller Kuppelshows tatsächlich. Herzlich willkommen hier bei Herzblatt, ne? Der hat ja immer so gesprochen, ne? Ja. Stimmt, ja, ich kann mich erinnern. Das müsst ihr auch wieder raten eigentlich, ne? Kann ich nur raten. Was meinst du? Kann nur raten eigentlich. Ihr wolltet auch schneller drücken, jetzt haben noch beide nicht. Ich kann auch eine Zeitbegrenzung einführen, aber der Druck ist natürlich auch blöd. So, ihr habt beide gedrückt. Jürgen Klopp war aus dem Fußball, ne? Jürgen Klopp ist Trainer. Also wenn das Jürgen Klopp
wenn Jürgen Klopp bei Herzberg gewesen wäre, dann hätten wir da doch schon auf allen Kanälen ständig um die Ohren geschmiert bekommen, sag ich. Und bei Ingo Appelt nicht, oder was? Naja, also Jürgen Klopp hat ja noch mal so international noch mal eine andere Aufmerksamkeit. Okay. Kai Pflaume kennt ihr, ne? Ja. Ja. Ich nicht, ist egal. Und bei Herzblatt-Kandidat war, ihr habt auf Ingo Appelt getippt, Kai Pflaume. Ah, okay. Okay. Der war mal Kandidat. Sehr süß. Müsst ihr euch mal angucken. Sachen, die weiß auch kein Mensch. Nee, ist so lange her, ne? Nächste Frage. Das ist einfach Wahnsinn. Okay. Wer war mal tatsächlich als Ärztin tätig? Also nicht nur irgendwie studiert oder sowas, sondern richtig praktiziert. War es Carmen Nebel, Maria Furtwängler oder Sonja Zietlow? Carmen Nebel. Ich weiß leider nicht, wer das ist. Moderatorin. Ja. Von der Carmen Nebel Show. Ah, alles klar. Okay, das reicht mir schon. Und Maria Furtwängler? Schauspielerin. Auch eine Moderatorin? Nee, Schauspielerin. Schauspielerin, alles klar. Komm, Sonja kennst du? Ja, die? Sonja hat dir die Krone aufgesetzt. Die kenne ich, ja. Maria Furtwängler. Moderatorin und einmal Schauspielerin. Ich überlege gerade. Wenn man so... Es gibt ja manche Berufe, da ist man so gelangweilt, dass man in einem anderen Beruf switcht. Das überlege ich gerade. Würde das eher die Moderatorin machen oder doch eher die Schauspielerin? Ich glaube, das... So, jetzt überlege ich gerade, Carmen Nebel war jetzt Moderatorin. Du willst wohl auch, dass Aschi nicht vorbei ist. Carmen Nebel war Moderatorin, hallo, na, in dieser Show. Uschi, lock ein jetzt. Und Maria Furtwängler. Jetzt mal ganz schnell überlegen. Ich würde sagen, die Schauspielerin will eher den Ruhepol haben, vielleicht. Naja, es geht, ist egal. Ja, ist egal, ne? Maria Furtwängler habt ihr beide getippt und das ist richtig. Ja. Ich mache jetzt einfach mal schnell weiter. Sehr gut. Es bleibt weiter spannend. Immer noch führt Emily mit einem Punkt, 4-3. Wir sind bei der 8. Aufgabe. Wer war mal Orgelspieler in einer katholischen Gemeinde? Jan-Josef Liefers, Harald Schmidt oder Gildo Horn? Wer hat das richtig gelernt und auch tatsächlich Orgel gespielt in einer katholischen Gemeinde? Ich hätte da noch mal eine Frage. Ja? Jan-Josef Liefers, Schauspieler? Okay, alles klar. Schauspiel ist nicht so deins, ne? Nee, irgendwie nicht. Also ich gucke gerne Filme, aber ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Also den kennst du mit Sicherheit. Tatort aus Münster. Ja, ich denke schon. Ich habe keinen Blatt. Jan-Josef Liefers, Tatort. Das ist nicht mein Spiel, Leute. So, ich überlege gerade. Orgelspieler. Gildo Horn rastet ja immer so aus. Dann überlege ich, ob der auch an der Orgel so ausgerastet ist. So, Sophia hat schon mal getippt. Emily hat getippt, sehr gut. Ihr habt beide auf Gildo Horn getippt. Sieht ein bisschen auch danach aus. Und Harald Schmidt. Ach, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, sondern hättest du ihn ja genommen. Ja. Nee. Wie viel haben wir davon noch? Wie viel haben wir davon noch? So, Evelyn bleibt weiter in Führung. Ich glaube, wir haben jetzt Nummer 9. Bei Nummer 9 sind wir. 4-3. Ich dachte bei 5. Ah, nee, das sind die Punkte. Es ist immer nur ein Punkt. Hier die nächste Frage. Wer war mal Bäckergeselle mit Abschluss? Mario Barth, Rolf Zukowski oder Jürgen Klinsmann? Entschuldigen Sie, wer ist denn Rolf Zukowski? Es ist kein Schauspieler. Super. In der Weihnachtsbäckerei. Bäckerei, alles klar. Ich habe keine Ahnung. Ach, bitte. Das hat er doch gemacht. Du da im Radio. Weiß es nicht, Mann. Wer kennt? Nein, lass ich könnte jetzt auch raten, ne? Weiß ich. Ja. Was hat er noch für Lieder gemacht? Zebrastreifen, Zebrastreifen, manche werden dich nie begreifen. Hat er nicht auch Kindermusik gemacht? Auch, ja, also, Sophia hat schon mal getippt. Ja, super. Ich tippe jetzt auch. Jürgen Klinsmann kennst du? Das nicht. Ja. Gut, Mario Barth kennst du? Ja. Okay, super. Soll ich ehrlich sein?
Ich habe den Namen. Nee, das mache ich jetzt nicht. Das wird zu peinlich. Nee, nee. Dann drück. Ich drück einfach. Ja. Bitte. Drück. Ja. Okay. Sie hat gedrückt. Freunde, sie hat gedrückt. Halleluja. Das ist also, mal, also die Fragen waren tatsächlich schwer, aber das muss man tatsächlich, sage ich einfach mal, schon mal gehört haben. Dass Jürgen Klinsmann, der ist doch Bäcker. Nee, sorry. Das hat man, was hattest du? Mario Barth hatte Sophia und Evelyn hatte Rolf Zukowski. Sorry, ich habe das Jürgen noch nie. Klinsmann. Ich bin sportbegeisterter Typ, aber ich habe das noch nie. Ja, aber, und Elton, ich möchte dir was sagen. Hm? Du hast mich so ein bisschen auf die falsche Fährte. Als du so schön in der Weihnachtsbäckerei gesungen hast, habe ich mir gedacht, oh, das ist doch vielleicht ein Tippchen. Naja, das ist und das deswegen habe ich dann den Rolf Zukowski. Ach so, ihr. Ja. Weißt du? Egal, komm, wir sind bei Runde 10. Gott. Sorry. Nein, es ist alles super. Wer war mal an einer Musikschule und hat einen Abschluss als staatlich geprüfte Schlagersängerin? Dass es sowas überhaupt gibt, wusste ich nicht. Aber wer hat einen Abschluss als staatlich geprüfte Schlagersängerin? Judith Rakers, Nina Hagen, Barbara Schöneberger. Name allen Begriff. Evelyn, du kennst alle, ne? Ja. Diesmal ja. Ja? Was? Ich frage jetzt ganz fies. Wer ist denn das? Wie bitte? Wer denn jetzt? Judith Rakers, das ist eine Nachrichtenmoderatorin. Hm. Barbara Schöneberger, die kennt man ja. Und Nina Hagen, die singt. Genau, ja. Ne? Sehr gut. Super. Sorry, wenn ich jetzt so blöd nachfrage. Aber nee, ist gar kein Problem. Frag ja auch immer blöd. Nina Hagen hat Evelyn eingetippt. Bei Nina Hagen, denke ich mir, die war so punkig unterwegs, dass die irgendwie gesagt hat, so, ich gehe jetzt an eine staatliche Musikschule. Kann auch sein. Und sich dann für Ich Glotz TV. Ja, hat die dann irgendwie gesagt. Ja, aber vielleicht war es ja genau andersrum. Eben, genau. Und deswegen war ich und Nina Hagen ist richtig. Echt? Oh, ja, Barbara Schöneberger, Sophia cool. Hat Barbara Schöneberger getippt, ist leider nee, falsch. Nee, was hast du genommen? Ja, Barbara Schöneberger. Ach so, okay. Ja, keine Ahnung. Das so, vorbei, zwei ne? Punkte. Ach so. Nee, noch nicht so ganz. Also, Sophia hat noch nicht. Meinst noch einen Punkt, deswegen. Nein. Ach so. Noch ein Punkt für Evelyn. Sehr gut, Evelyn. Zwei Punkte Vorsprung, keine aber Ahnung. Es ist noch alles drin. Ich wollte dir noch mal kurz was sagen als Info. Ich bin am Anfang wirklich ein bisschen gewirbelt und das legt sich. Also keine Sorge, liebe Zuschauer und da draußen im Fernsehen auch nicht. Ne? Irgendwann legt sich das wieder. Das ist jetzt gerade nur die Aufregung. Ja. So. Wenn du jetzt allerdings den Punkt machst, ja. Alleine. Mhm. Dann hast du gewonnen. Also hast du richtig, ist alles gut. Aber es können ja beide einen Punkt machen. Hier die Frage. Wer war mal als Versicherungskaufmann tätig? Leute. Mark Forster, Chris Tall oder Klaas Häufer-Umlauf? Wow, wer kann am besten verkaufen, ne? Fragt man sich jetzt. Ja. Wir wollten nicht Oliver Pocher hinschreiben, weil das weiß, glaube ich, tatsächlich fast jeder. Aber wer von den dreien hier war auch Versicherungskaufmann? Mark Forster, Kristall oder Klaas Häufer, Umlauf? Wow, Scheiße. Da muss man jetzt wieder raten. Ich muss die ganze Zeit raten. Ich wusste Maria Furtwängler und das war's. Und Materia. Das war... Es ist eine Drittelchance, kann man ruhig. Sophia hat. Hast du schon? Mhm. Ja, irgendwas muss ja der Kristall auch vorher gelernt haben, ne? Ja. Ja. Irgendwas müssen die alle gelernt haben. Ja, stimmt auch. Sehr gut. Was hast du denn gelernt als vorher? Also richtig, also du wartest, warst ja... Ja, ich habe ein Fachabitur, dann habe ich ganz oft eine Ausbildung angefangen, auch bei Aldi. Und dann irgendwann tatsächlich habe ich mir gedacht, weißt du was, Evelyn, geh lieber Kellner, verdienst du mehr Kohle. Ist zwar unvernünftig, aber man muss immer dem Weg hinterhergehen, wo sein Herz ist. Und das hat eigentlich alles gut geklappt. Ja, ne? Man muss das nicht immer
Ja. Ja. Dann hör jetzt auf Herz und Bauch. Ja. Und drück einfach irgendwas. Ich habe keinen blassen Schimmer. So, alles klar. Der war mal Versicherungskaufmann. Mhm. Der Marc, der singt ja, der Chris moderiert, Klaas moderiert. So, jetzt überlege ich mal. Alles klar, Moment, 1, 2, 3. Ach nein, alles, so. Alles gut. Es geht um 100.000 Euro, da ja, ist alles okay. Ich muss mal umlaufen. Ja. Aber ich zähle trotzdem jetzt runter. Ja. Okay. Sophia hat auf Marc Forster getippt, Evelyn auf Klaas Häufer-Umlauf. Sollte Klaas Häufer-Umlauf richtig sein, das wäre mir lieb, ehrlich gesagt. Evelyn den Punkt und hätte gewonnen. Wirklich. Solange das Spiel vorbei ist. Zu lang, ne? Ja. Aber von Klaas hat man das nicht gehört, was der eigentlich, das hört man noch, die ganze, was der gemacht hat vorher. Sag mal. Ich habe den gar nicht auf dem Schirm. Stimmt, Klaas war Friseur. Also ist das okay. Schon mal falsch? Oh, alles klar. Na gut, aber ich bin auch falsch, ne? Vielleicht kommt Sophia wieder ran mit Marc Forster oder Kristall. Und richtig ist Kristall. Oh, das hätte ich aber auch fast gedrückt, aber dann habe ich mir gedacht, der ist noch viel. Es geht also noch weiter. Aber es sind nur noch zwei. Das heißt, ich müsste beide gewinnen. Und jetzt muss Sophia auf jeden Fall einen Punkt machen. So oder so. Und die Frage: Wer war mal Bademeister mit Schwimmlehrerausbildung? Elton. Sieht so aus. Also wer war mal Bademeister mit richtiger Schwimmlehrerausbildung? Christoph Maria Herbst, Tom Beck oder Ralf Möller? Alles Schauspieler. Alles Schauspieler, alles. Naja, Christoph, ja doch. Christoph, ja, Christoph auch? Okay. Von Stromberg. Stromberg, okay. Wer war mal Bademeister? Tom Beck war Cobra 11, glaube ich, ne? I don't know. Ralf Möller. Längstes Spiel der Welt. So, Ralf Möller habt ihr beide eingeloggt. Das ist richtig. Und ist das richtig? In Recklinghaus. Habt ihr noch irgendwie im Kopf, dass er da rumge... In Recklinghausen. In Recklinghausen. In Recklinghausen. Deswegen ist er auch so gut mit David Hasselhoff, ne? Nee, das ist der ist mit Arnold Schwarzenegger. Aber ach so, alles klar. Ich hab das irgendwie. Der ist gut mit Arnold Schwarzenegger. Ach so, alles klar. Aber natürlich kann das nur sein, weil nur so kann man High Alarm auf Mallorca spielen. Ralf Möller ist sehr richtig gut. Und Evelyn Bodecki gewinnt Spiel Nummer 2. So. Oh. Das war anstrengend. Also, und damit geht Evelyn Bodecki in Führung heute Abend. Das geht jetzt 2 zu 1.